Herzlich willkommen zurück zu Diablo. Runter zur Ebene 14. Ich bin so gespannt. Wir waren ja letzten Part in der Stadt, haben uns nochmal die Bogen angeguckt. Der eine war ganz gut, ne? Nee, der war ganz gut, aber war nicht besser als der, den wir jetzt haben, weil unserer macht ja plus 51% Schaden. Aber wir haben einen Ring angelegt, der plus 15 Attribute macht. Und ich bin gerade ein bisschen emotional aufgewühlt. Kleine Kiste. Alles könnte eine Gefahr sein. Ba 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 ba. Schieß doch auf Viecher. Ich hab nicht so viel Zeit zum. Also nicht so viel. Dann greift er irgendwas an. Wenn ich da lang gelaufen ist doch auch nicht gut. Ihr seid blöd. Ich laufe erstmal da, ne? Warum gefällt mir das alles nicht? Ich muss doch bestimmt wieder das Spiel neu starten. Wenn die direkt am Anfang so schon ankommen. Enthauptete Leiche. Hauptsache verliert nicht den Kopf. Okay. Das ist meine Safe Zone. Genau dort. Oh, ihr holt jetzt erstmal Luft. Komm, Schadenfrei. Komm her. Schieß da drauf. Cool. Jetzt bin ich ganz optimistisch, dass wir die Ebene in einem Rutsch durchschaffen. Wenn keine anderen Viecher kommen, geht das. Ich speichere jetzt nach jedem Ding zwischen, ehrlich. Okay, cool. Golem. Sollte mich nicht immer von Items ablenken lassen. Sind eh keine sinnvollen. Jetzt haben wir zumindest Zeit, zurückzurennen, ne? Also, jetzt haben wir genügend Distanz, um Gegner so ein bisschen zu kiten. Ich hab's halt hier noch nie so richtig ausprobiert, weil es noch nicht sein musste. Hab aber das Gefühl, jetzt muss das sein. Da kommt einer. Natürlich kommen die zu zweit dann raus. Halblinge. Wenn ich hier bleiben, eigentlich ganz schön. Wenn du überlegst, hier machst du ein Fenster und ein bisschen hier das Bett hin. Na gut. Was ist denn das auf dem Boden? Habe ich hier getötet? Ja. Ah, da, okay. Oh, der Jäger. Da war wohl nichts, mein Freund. Ja, das war was. Ist da eine Kiste? Breitschwert, sag mal, was soll ich mit einem Breitschwert? Das ist eine Kiste, ne? Ja, eine Kiste. Naja, ich weiß ja nicht. Eigentlich kann man nur ihn gepult, dadurch war alles relativ entspannt. Greift erstmal ihn an und dann greift er einfach den nächsten an. Jetzt sind wir aber moralisch geboostet. Da oben ist eine. Wir haben noch keinen Trank, glaube ich, genug. Pass auf. Was ist denn das? Was seid ihr denn? Was seid ihr denn? Bock, oder?
Es war natürlich wichtig, diesen Tank zu nehmen. Was im Acker oder was? Vielleicht irgendwo sind neue ganzen Viecher. Vielleicht hatten wir die aber auch schon. Ne, die kommen hier. Okay, dann kann man sie halt rum. Vielleicht können wir ein, zwei so mitnehmen. Bräuchten schon ein neues Level noch. Ah ne, da hinten kommen die erst. Ach, sag mal. Aber wir kommen ganz gut voran. Was hier los? Das könnte gerade ganz gut werden. Das wird da richtig schlecht, ey. Ja, was denn da hin? Da. Das hatten doch im Visier. Ziemlich buggy hier auf einmal. Oh, ein neues Level, okay, interessant. Wenn ich wüsste, wie viele Level es gibt, ich würde jetzt eigentlich einfach gehen auf Geschicklichkeit. Weil ich lebe schon ganz gut. Weiß aber nicht, ob Lebenskraft ist. Stärke ist noch niedriger. Stärke bringt auch Lebenskraft. Zwei, zwei, eins. Zwei, zwei, eins. Ihr seid ein paar Viecher, ey. Dann wieder weg. Kannst doch nichts anderes machen. So Fässer zerstören. Diablo spielen ist nicht einfach. Wenn ich irgendwie nicht weiterkomme, schiebe ich das auf die PS1-Version, die Steuerung und alles und kann es ja nicht. Schön damit. Na klar! Ruhe. Na klar, ja. Okay, bin ich stärker? Ja, okay, ich bin stärker geworden, weil ich gelevelt bin. Verstehe. Wir haben zwei Level jetzt aufgestiegen in kürzester Zeit. Manchmal sind die so spät im Fokus drin, die Gegner. Zeig. Stahlkeule. Na, sag mal. Na gut, Quests zu machen wäre. Ich weiß nicht, ob man die dann nur quasi sofort machen kann und dann gar nicht mehr. Ich glaube aber nicht.
Weil könnte ja sein, dass wir gute Items dadurch bekommen, aber wir haben doch alle alles geklärt. Vielleicht muss ich wirklich die einzelnen. Ja, nächstes Mal in der Stadt werden wir alle Dorfbewohner nochmal anquatschen. Aber hier Stab, Feuerball. Kessel. Okay. Danke. Jetzt warte mal, warte mal. Was war das? Nein, nein, gucken wir erstmal hier lang. Siehst du? Okay. Ich glaube, dann nehmen wir auch noch eins. Könnte ich? Ne, könnte ich nicht. Schade. Ist ja jetzt ein bisschen vorsichtig hier. Oh, ja, genau deswegen. Schwein gehabt. Dachte, er hätte mich getroffen, hat aber nicht. Okay. Schade. Wenig Kohle lassen wir jetzt fallen. Ja, dann komm her. Oh ja, na klar. Na klar. Das wird lustig. Das wird äußerst lustig. Jo, warum. Achso, sie kann mich auch nicht treffen, dann ist er alle lieb. Ja, da hinten. Kommt jetzt automatisch her? Finde ich. Pass auf. Warum haben die mich auch getroffen? Vielleicht hätte ich ausweichen können. Nicht genug Mana. Schade, haben wir noch einen? Ne, aber nicht. Zack. Nicht genug Mana. Ah, die Ausbuchtungen sind schon top. Das levelt gerade richtig gut alles. Okay. Ich glaube, das war kein Gold. Das war Gold. Jo, die treffen mich, aber ich die nicht, oder wie? Super. Aus Blut. Adel. Bist du? Schade. Das war's oder was? War schon cool. Haben wir. Ja, ist okay. Damit können wir leben. So. Enthauptete Leiche. Mal sehen, ob wir irgendwie Loot vergessen haben. Weil es war ja dann doch streckenweise hektisch. Okay.
gefällt mir irgendwie gar nicht. Haut erstmal, genau, dass man das hier anders macht. Geil. Ist das ein Gegner? Ja, ne? Das ist eine Wand. Wand, ne? Genau da. Stab Blutstein. Ja, wer? Achso. Ist doch keine Wand. Bitte bringt mich nicht um, hört mich an. Ich war einst Hauptmann in der Rittergarde von König Leorich. Und ich habe das Gesetz dieses Landes mit Ehre und Gerechtigkeit verteidigt. Dann aber fiel sein Fluch auf uns, wegen der Rollen, die bei seinem tragischen Tod gespielt haben. Während sich meine Mitstreiter ihr grausiges Schicksal ergaben, bin ich aus der Grabkammer des Königs geflohen. Seitdem suche ich nach einer Möglichkeit, mich von diesem Fluch zu befreien. Doch bisher habe ich versagt. Ich habe nur von einem goldenen Elixier gehört, das den Fluch von ihr nehmen und meiner Seele den Frieden des Todes bringen könnte. Aber ich konnte es nie finden. Meine Kraft lässt nun langsam nach. Und damit verfliegt auch der letzte Rest von Menschlichkeit in mir. Bitte helft mir und findet das Elixier. Ich werde euch für eure Mühe entlohnen. Das schwöre ich bei meiner Ehre. Ist er nicht geflohen mit der... Naja, ist okay, machen wir. Also ich könnte aber jetzt mich entscheiden, ihn zu töten, oder was? Jetzt bin ich ziemlich auf die Nüsse. Also warte mal, das probieren wir nochmal. Wir können nicht töten. Oha. Nicht genug Mana. Oha. Mhm. Besser? Geh weg. So, zeig mal. 4 bis 8. Also 6. Uff. Ich sollte identifizieren Dinger kaufen, ohne Mist. Schade. Das ist ja richtig gut. Gut, wir haben plus 51% Schaden. Das heißt, wir haben eigentlich 7,5, richtig? Richtig. Geil, 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 hau weg. Hilf mir doch. Moin. Gibt sich ja zumindest als dieser aus. Der ist ja orange. Ja, hör mal. Da kommt er noch mehr. Da ist mal nur orange ein Typ mehr weg. Da ist mal ein blauen hier. Ja, jetzt bin ich gleich in der Ecke. Verlassen. Naja, besser. Ich finde das so sehr in die Ecke treiben lassen. Gut gemacht, gut gemacht. Also das Spiel. Nicht, was ich hier mache. Ich muss mir direkt am Anfang aussehen können. Jetzt clever oder was? Holzkeule, für eine Holzkeule. Hör mal.
Naja. Naja, ich weiß auch nicht. Okay. Sind schon wieder bei 20 Minuten, das ist so krass. Dafür sind wir bei 5 Minuten. Aha, ja, komm. Dann komm noch. Geh doch. Hol ihn weg. Hau die weg. Also eins halte ich alleine quasi. Ich will das Spiel zu zweit nochmal spielen. Säbel, okay. Heiltränke. Hm? Süß, süß. Hab grad trotzdem großen genommen, weil er sich gleich auf die Leiste gepackt hat. Ja. Dachte, er nimmt immer einen kleinsten und dann einen größeren. Aber dieser Luxus scheint uns nicht vergönnt. Was würden wir als Magier hier eigentlich machen? Dass er nirgendwo Mana trinken darf. Das ist ein so ein Mana-Pool. Und noch kein Elixier, alles gut. Wenn ich eins finde, muss ich gucken, ob ich Bock hab, dir das zugeben. Ja, nicht. Ja, vielleicht schon. Ich will wissen, was die Belohnung ist. Ja, ich geb's dir. Hm. Wir haben mal darum geschnetzelt, okay. Das gefällt mir nicht, der Raum. Oh, shit. Pack doch mal den orangen Typen weg hier. Der hat 25 Stärke, das heißt, er bringt mir auch nichts, oder? Warte mal, 35 Stärke und macht Geschicklichkeit, okay. Dann muss der quasi noch schlechter sein. Rüstung 11? Rüstung 5. Okay, vielleicht fordern Helme immer stärker. Helme ist richtig, ja. Hört sich die Mehrzahl gerade komisch an. Okay. Ah, siehst du, das wollen wir natürlich nicht. Ich dachte, wir nehmen hier so einen kleinen, süßen Trank, aber dann doch die volle Ladung. Oh, enthauptet er. Yes. Okay. Bumm. Mana-Trank. Kann man mal machen. Was bist du? Okay. Rauf zur Ebene 13. Wollen wir aber jetzt nicht. Oder? Nee. Okay. Vielleicht gibt es aber auch 15 Ebenen und dann kommt der Boss. Wichtig. Wir waren nur also oben und nicht. Haben wir denn hier unten jetzt die Dinger mitgenommen? Nierenpanzer. Bisschen Fetischzubehör. So. Mal den mal hier hin. Und ja, keine Ahnung, stapeln wir hier mal, ne? Das können wir machen. So groß wird er nicht sein, aber schon. Ja. 20 Stärke, es könnte auch wieder sein. Relativ finde ich Rüstung, dass das was für uns ist, ne? Das wir dann in der Stadt sehen. So, okay, aber die Viecher hier hatten wir schon. Okay. Hatten wir die schon? Ja. Der Gute. Hier waren wir noch nicht. Wichtig. Okay. Wollen wir einfach mal hochluschern zur Ebene 15?
So runterluschern quasi. Uff. Das wird heiter. Wird immer lauter, warum wird es immer lauter? Weiß ja nicht, ich hoffe, ich kann wieder hoch. Oh, hier ist ein Heiltrank. Oh, die halten was aus. Weiß auch immer nicht, was für ein Heiltrank du dabei hast, ne? Möchte das nicht. Das war schon wieder dämlich. Mal sehen, vielleicht kommen die auch von selbst. Ich glaube nicht. So muss ich anscheinend rangehen. Buch über Teleport. Okay, warte mal. Zeig mal. Kann ich da bestimmt nicht nehmen. Zu wenig Bilder. 105 Magie. Naja, das ist eher unrealistisch. Schade. Okay, Glück gehabt. Die teilen bestimmt wahnsinnig toll aus. Okay. Bitte, 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 bitte. Das war ein trostloses Leben, das können wir sagen. Cape. Schießt du oder was? Hör auf. Wow, 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 yeah, okay. Auf jeden Fall. Kommt jemand her? Guck, guck. Ich muss jetzt doch einen richtig geilen Bogen finden. Ja, wir haben da sogar einen mit, ne? Weil ich ihn jetzt aufgenommen kann. Es klappt gerade ziemlich, ziemlich gut. Damit bin ich Ressourcenverschwendung. Bin entzückt. Vollschild. Voll toll. Okay. Aha, okay. Wo denn? Stadtportal, ja, nehmen wir nochmal mit, oder? Beides. Ja, wir schauen hier mal kurz lang. Bestimmt spannend, wenn wir den Raum betreten.
Sag mal so ein Kessel. Oh, der Raum wird spannend. Ich weiß auch nicht, ob es der letzte ist. Aber wie es weitergeht, erfahrt ihr in 3 Tagen. Fallen dann super, super gern Daumen nach oben und Kommentar wäre richtig, richtig lieb. Bis in 3 Tagen.